Herzlich willkommen zu Dulsberg Late Night Nummer 12 in der dritten Woche, der Woche vor Ostern. Der Schulleiter Björn Lengvenus hat die goldene Kamera in der Kategorie Special Award bekommen. Yeah! Der Direktor der Stadtteilschule Alter Teichweg hatte zu Beginn der Corona-Kontaktbeschränkungen das Format Dulsberg Late Night kreiert und die Show dann täglich live aus der Schulaula gestreamt. Schulleiter Björn Lengvenus startet heute eine Late Night Show für seine Schüler. Ein Schulleiter ist plötzlich Showmaster Björn Lengvenus im Corona-Modus. Alle Schüler zu Hause. Doch hier wurde die Aula zum Fernsehstudio. 6 Wochen lang sendete Dulsberg Late Night um 22 Uhr für die Schüler. Ein bisschen komisch ist es für mich schon, hier hinter dem Schreibtisch zu hocken, denn schließlich bin ich ja eigentlich Schulleiter. Björn Lengvenus und sein kleines Team schufen ihr eigenes Mittel gegen die Kontaktbeschränkungen. Ich rufe jetzt einfach mal eine Schülerin an. Hallo Priscilla. Hallo Lengvenus. Hallo. Dulsberg Late Night, das hat uns überzeugt. Deswegen hier für Sie der YouTube goldene Kamera. Hallo. Der ist für Sie. Ich sage nur Dulsberg Late Night. Eine Schulstunde ist viel einfacher, das habe ich ganz oft gesagt. Also ich bin Schulleiter mit ganzem Herzen und Moderator war schon anstrengend, aber wir haben es gemacht, weil wir für die Schüler ja da sein wollten. Und für alle, die natürlich nicht an dieser Schule sind, wann gibt es eine neue Folge oder wird es überhaupt noch mal eine neue Folge Dulsberg Late Night geben? Wow. Ja.